Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Teil mit wieder drei Verteidigern. Heute stellen wir euch den Roger Carrer als erstes vor. Der Roger Carrer ist ein Zürcher, ist dort geboren, ist 19 und ist draftet worden in der KHL im 2014 vor Lokomotiv Jaroslawl in Runde 4 als Nummer 151 und in der NHL 2015 ist er draftet worden, respektive eben leider nicht draftet worden, als Nummer 75 ist gerankt worden vom NHL Central Scouting von den EU Skaters. Er ist für mich ein Spieler, der sehr viel Potenzial gegen oben hat. Er ist sehr flink und das hat er schon an verschiedenen Weltmeisterschaften können beweisen. So zum Beispiel 13-14 in Finnland, wo er in 5 Spielen 5 Punkte produziert hat, davon 1 Goal. Hat die zweitbeste Plus-Minus-Bilanz vom ganzen Team, nämlich plus 7, hat die beste Plus-Minus-Statistik von den Verteidigern und ist nicht aus dem Team wegzudenken. 2014-15, der Heim-WM in Zug, hat er sich leider verletzt, hat dann müssen pausieren und ist erst Mitte Oktober wieder zurückgekommen auf das Eisfeld. Das hat ihm aber keinen Unterbruch gebracht in seiner Entwicklung. Er ist dann in Finnland letztes Jahr an der WM erneut dabei gewesen, hat 2 Punkte gemacht, hat eine Minus-2-Bilanz und hat 6 Schüsse aufs Goal abgegeben. Für mich persönlich ist der Roger Carrer gesetzt im Team, wenn er sich nicht verletzt. Vom Spielstil her kann man sich ihn als einen jungen Philipp Furrer vorstellen. Er ist ein offensiver Verteidiger, ist ein Spielmacher im Powerplay und dort würde ich ihn mit dem Tobias Geisser bringen, und zwar in der zweiten Linie. Und dort ganz aus einem einfachen Grund. Er kann von der blauen Linie aus sehr wichtige Goal schiessen. Ansonsten würde ich ihn in der ersten Linie bringen, neben dem Siegenthaler und ihn dort laufen. Er ist defensiv gegen hinten, ein bisschen sicherer als der Jonas Siegenthaler. Der Roger Carrer ist für mich ein Anwärter aufs Captain-Amt, entweder als Captain selber oder als Assistenz-Captain. Aber das wird man dann sehen, wie das dort ausgeht. Er ist aus meiner Sicht auch einer der meist unterschätzten Schweizer Verteidiger in diesem Jahrgang und kann sehr, sehr weit bringen. Er muss einfach dranbleiben und ist für mich auch eine Stufe, höher einzustufen, als das der Jonas Siegenthaler ist. Der Roger Carrer hat ein sehr grosses Spielverständnis, ist für einen Schweizer Spieler überdurchschnittlich hoch entwickelt und darum für mich gesetzt an dieser WM. Als zweiter Verteidiger stelle ich euch heute Abend den Elia Riva vor. Der Elia Riva ist Jahrgang 98, ist jetzt 18 und ist in Tessin in Claro geboren. Sein Vater, der Luigi Riva, ist Head Coach bei den Novizen Lugano, ist ehemaliger Spieler beim HC Ambri Piotta und ist Nationalverteidiger gewesen. Der Riva spielt aktuell beim HC Lugano, hat dort den Vertrag bis 2020. Der Riva muss um seinen Platz im WM-Kader kämpfen. Er ist vom Spielstil her am ersten zu vergleichen mit dem Alessandro Chiesa. Er spielt sehr hart auf den Körper und das tut dem Gegner manchmal sehr, sehr weh. Als Verteidiger ist er in einer langsameren Entwicklung als ein Stürmer. Und es könnte ihm durchaus für die dritte oder die vierte Linie länger an dieser WM, aber er muss ein sehr starkes Camp zeigen, sehr stark spielen, dass er das schaffen kann. Der Elia Riva kann auch auf eine interessante Vergangenheit zurückblicken. Zum Beispiel letztes Jahr hat er an den Weltmeisterschaften U18 in Grand Forks in den USA 5 Spiele bestritten, hat 3 Assists abgegeben, hat 5 Schüsse aufs Goal gemacht und hat mit einer Minus-1-Bilanz abgeschlossen. Für mich, wie gesagt, einer von diesen Spielern, der um eine Teilnahme im Kader muss bangen, aber wenn er ein gutes Game zeigt,
dann schafft auch er's. Der letzte Spieler in unserem heutigen Dreierpäckchen ist der Jonas Siegenthaler. Der Jonas Siegenthaler ist Jahrgang 97, ist in Zürich aufgewachsen und ist draftet worden von den Washington Capitals in Runde 2 an der 57. Stelle. Er spielt bei der ZSC Lions bis 2019, wenn die Washington Capitals nicht voran gehen holen. Er ist für mich ein Spieler, der gesetzt ist im Kader. Und wie das bei den anderen auch so ist, wenn er sich nicht verletzt. Er hätte in diesem Jahr können in der AHL oder in der NHL spielen, hat sich aber dann zurück in die Schweiz versetzen, in Anführungszeichen, von den Washington Capitals, um sich hier in der Schweiz weiterentwickeln können. Durchaus eine gute Entscheidung für ihn, aber die Frage ist, ist das nicht eher ein Rückschritt, ist das nicht eher ein Fehlentscheid gewesen? Das ist rein hypothetisch. Man wird es sehen, wo es herführt mit dem Jonas Siegenthaler. Er ist aber sicher auf einem richtigen Weg. Er ist für mich ein Verteidiger in erster Linie. Der Chefverteidiger der Schweizer Nationalmannschaft ist für mich ebenfalls wie der Roger Carrier ein Anwärter aufs Captainamt oder auf einen Assistent. Und er verfügt über eine gute Spielübersicht und gute Defensivarbeit. An der blauen Linie könnte er noch besser werden. Dort ist er mir noch zu wenig weiterentwickelt gesucht, zu wenig überzeugt durch Abschluss auf das Goal. Wartet dort ein Schmutz lang und dann hat der Defensive, respektive der Verteidiger, ihn bereits abdeckt und so kommt er selten zu einem guten Schuss. Er ist das auch etwas verspielt, an der blauen Linie. Und das fällt einem eben der auf, wenn man etwas länger beobachtet. Er vertändelt dort Scheiben. Wenn er das Spiel aufbauen sollte, wartet er zu lang mit einem Pass oder mit einem schnellen Spielaufbau gegen vorne. Was mir auch noch fehlt bei ihm, ist das Körperspiel. Das ist bei ihm mehr oder weniger inexistent. Er muss dort noch mehr zulegen, noch mehr an Kraft gewinnen, mehr auf dem Eis stehen, mehr auf den Schläfen können stehen, die Kraft auf die Schläfe übersetzen, dass er einen schnellen Antritt hat gegen vorne. Aus meiner Sicht wird er darum auch ein bisschen oft überschätzt und es ist für mich auch nicht überraschend gekommen, dass er sich diese Saison noch nicht hätte können durchsetzen in der NHL, so wie das vielleicht der Dennis Malkin hätte können, aber bei einem Verteidiger ist es durchaus normal, also kein Grund für zu beunruhigen zu sein. Er geht bereits in die 5. WM dieses Jahr. Er hat U18 gespielt in Russland. In Sochi hat dort an der U18 eine -2 Bilanz gehabt mit einem Schuss auf das Goal. An der U18 WM in Finnland das Jahr darauf hat er 1 Assist können buchen, hat +6 gehabt und 4 Schüsse auf das Goal gehabt. Dann an der U18 WM in Zug und Luzern hat er 4 Schüsse abgegeben. Sondern 4 Assists verbucht. Hat eine +2 Bilanz gehabt und 25 Schüsse auf das gegnerische Goal getan. Er ist ins All-Star-Team gewählt worden von den Medien und hat am zweitmeisten Schüsse von den Schweizer auf das Goal abgegeben. Hat aber zugleich auch am meisten Strafminuten von den Schweizer kassiert. Dann im gleichen Jahr, muss ich es so sagen, hat er das erste Spiel an der U20 WM bestritten in Toronto, hat dort eine +9 Bilanz gehabt und das als 17-Jähriger, hat die beste Bilanz von allen Schweizern gehabt, hat 8 Schüsse aufs Goal abgegeben. An der U20, ein Jahr später in Finnland, ist es ihm nicht so gelaufen, hat eine -4 Bilanz gehabt und 11 Schüsse aufs Goal. Und jetzt eben das Jahr in Montreal kann er zeigen, was er alles kann. Und was der Jonas Siegenthaler zu seinen Erfahrungen bei den Washington Capitals sagt und wieso, dass er wieder zurückgekommen
auf Zürich. Das erklärt er uns jetzt selber im Video. Jonas Siegenthaler, 3-2 verloren nach Penaltyschiessen gegen SC Bern. Wie tust du die Partie beurteilen? Ich denke, heute haben wirklich beide Teams gut gekämpft, gut gespielt. Und, ja, das Penaltyschiessen hat auch auf unsere Seite gehen können. Es sind wirklich sind ein paar gute Schützen und haben sie wirklich schön gemacht. Die sind 1-0 zurückgelegt nach dem ersten Drittel, machen innerhalb von einer Minute 2 Treffer zum 2-1. Und ihr habt im zweiten Drittel Berner dominiert. Was hat euch der Trainer gesagt in der ersten Drittelspause, dass ihr auf so glatt raus seid gekommen? Ja, ich denke, es hat ein bisschen gemerkt, dass wir aufwachen müssen. Und, ja, das haben wir dann umgesetzt. Und, ich glaube, das erste Goal, das wir geschossen haben, ist wirklich. Eben, sind wir ein bisschen aufgewacht und auf dort ist es gelaufen und jeder hat gewusst, eben, wir müssen sie einfach unter Druck setzen und alles machen zu Fehler und ja, das haben wir eigentlich gut gemacht, außer im ersten Drittel. Das erste Drittel waren wir eben ein bisschen am Schlafen gewesen, aber ja, das gibt's. Im dritten Drittel ist es dann ausgeglichen geworden. Er durch einen Glücksschuss hat Bern können ausgleichen. Und er war die Partie so ein bisschen auf Messer schneiden. Wie geht man dort um mit dem als ein Verteidiger? Ja, ich denke, eben, wenn es 2-2 ist, probierst du solide defensiv zu spielen, immer so viel Risiko zu nehmen. Ich meine, eben, jeder Fehler kann ein Goal sein. Und auch auf ihrer Seite. Ich denke, es ist schön, dass ein Defensiv-Hockey am Schluss. Und, darum ist es auch ins Penaltyschiessen gegangen. Schauen wir ein bisschen zurück. Du hast mit den Washington Capitals recht lang im Camp bleiben können. Ist das für dich eine Bestätigung von deiner Leistung, die du durch den Sommer hast abtrainieren können? Oder haben sie dich einfach so viel gesehen? Ich denke, sie setzen, sehr auf mich und ich denke, es ist auch schön für mich zu hören, also, wenn sie mir sagen, dass sie sehr viel Wert auf mich legen und ich schätze auch sehr an denen und nächstes Jahr probiere ich jede Sache zu machen und ich werde alles geben dafür. Es ist immer mein Traum, sie jetzt zu spielen in der grossen Liga. Und, ich hoffe, es wird klappen. Jetzt hast du mit dem Alexander Ovechkin können trainieren zusammen mit ihm. Wie ist er so als Mensch? Wie kommt er so über ihn? Irgendwie etwas, was du von ihm kannst abschauen kannst? Ja, ich denke, ich meine, er ist etwa 10 Jahre oder mehr in dieser Liga und er weiß, wie es läuft. Und ich glaube, also er ist sehr ruhig und redet viel mit den Jungen, ist auch ein Lustiger und ich denke, du kannst viel von ihm abschauen und ist eigentlich großartig so eine Person im Team zu haben, die schon so vieles erreicht hat und noch mehr wird erreichen. Ist unglaublich. Danke viel, Jonas Siegenthaler, und noch viel Glück mit dem ZSC Lenz. Das wär's gewesen. Das wären unsere drei Verteidiger gewesen für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und schaut, welche zwei Verteidiger es morgen vorstellen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis morgen. Tschüss zusammen.